Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Lage, die uns hier im zweiten Königsbuch geschildert wird, ist vollkommen aussichtslos. Es besteht überhaupt keine Möglichkeit, irgendeine Hoffnung zu fassen. Denn der König von Assur hat ein kleines Reich nach dem anderen schlichtweg geschluckt, oft genug ohne Gegenwehr. Und jetzt ist Jerusalem an der Reihe. Wir hören das vielleicht mit diesem guten Ausgang, in dem diese große Ausnahme unter den judäischen Königen Hiskia, ist ausnahmsweise mal ein Guter, wir sehen das in seinem Verhalten, indem er betet und dann wird alles gut. Wir hören das vielleicht als fromme Geschichte und denken natürlich, sowas steht in der Bibel. Allerdings finden wir es auch außerhalb der Bibel, denn Herodot, der altgriechische Historiker, bestätigt uns diese Geschichte. Jerusalem wurde von Sanherib belagert und aufgrund einer plötzlich ausbrechenden Epidemie in seinem Heer, die sich niemand erklären konnte, muss er den Rückweg antreten. Jerusalem ist gerettet. Wenn wir dann fragen, was sollen wir heute mit einer solchen Lesung machen? Soll sich Frau Merkel angesichts der Flüchtlingskrise in den Berliner Dom, das ist zumindest ihre Abteilung, oder von mir aus sicher auch in die Hedwigskathedrale verirren, und soll dort die Schwierigkeiten, die sie gerade hat, ausbreiten vor dem Herrn, und dann kommt eine Lösung, wäre vielleicht einmal zu bedenken. Aber es muss ja immer bei uns beginnen. Und wie sehr vertrauen wir wirklich Gott, dass wir auch geführt sind, dass wir immer schon bewahrt sind. Wie sehr liefern wir uns mit unserem Leben, mit unseren Plänen, auch unseren Rückschlägen, wie sehr liefern wir uns ihm aus, wie das hier Hiskia tut. Und Hiskia hat eine kräftige Unterstützung. Wir haben den Namen gehört vom Propheten Jesaja. Aber es ist eine ganz persönliche Anfrage an uns. Wir sollten diese Stelle nicht zu schnell politisieren. Das ist immer zu einfach, dann schieben wir sie weg von uns. Wir müssen sie sehr persönlich annehmen. Und dann merken wir, was es bedeutet, sich Gott auszuliefern. Und wir verstehen sofort, was Jesus mit dem engen Tor und dem schmalen Weg meinte.